und Kalwitzki. Berlin ist seit 1936 der ständige Austragungsort der Endspiele um die deutsche Fußballmeisterschaft. Erstmals sind 100.000 dabei. Schalke gegen Nürnberg. Der Club wehrt sich mit Leibeskräften. Die Zuschauer sind begeistert. Technische Kabinettstückchen, wie hier über den Ball gestiegen wird, das erinnert an einen Stummfilm. Aber das sind ja auch historische Aufnahmen. Hier wird der Nürnberger Torhüter Köhl angegangen nach englischem Vorbild. Damals war das durchaus noch erlaubt. Der Club hatte seine Möglichkeiten in diesem Spiel, aber die Schalker Abwehr verhinderte mit viel Einsatz Nürnberger Tore. Schwer hatten es damals die Fußballreporter, denn Rückennummern kannte man noch nicht. Die Schalker Angriffsmaschinerie mit leichten Problemen. Ein herrliches Solo an vier Schalkern vorbei. Auch Fritz Scheppern musste dran glauben. Dann aber setzte sich der FC Schalke 04 immer besser in Szene. Und umjubelt von 100.000 das 1:0 durch Pörtgen mit gütiger Mithilfe von Torhüter Köhl. Die zweite Halbzeit, Schalke wankte, aber fiel nicht. Das Mittelfeld auch damals schon schnell überbrückt. Die Entscheidung, das 2:0 durch Kalwitzki und die dritte deutsche Meisterschaft,